Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Tidal Wave. Carwash fehlt jetzt halt eigentlich nur noch einmal. Also ich bin hier wirklich rumgerannt wie ein Blöder. Durch das, dass jetzt halt immer zwei Boote daherkommen, ich dann noch gleichzeitig die Lieferungen ordern muss und so weiter, ist man hier ganz schön am Rennen. Also ich hoffe, achso, das sind schon wieder zwei Boote, ne? Also ich hoffe, dass ich jetzt dann meinen letzten Carwash bekomme. Und wir dann... Oh, warte mal, geht zuerst zu dem? Weil vielleicht kommt ja zufälligerweise Carwash, dann kann ich gleich darüber hüpfen. Und dann möchte ich nämlich unbedingt die Tankstelle ausbauen. So, bestellt habe ich zwar nochmal, aber wie man sieht, es waren gerade mal noch 400 Liter drin oder sowas. Da habe ich, glaube ich, schon nachgefüllt. Ja, das passt. Also hier kommt gut Geld rein. Waschanlage, jawohl, gut. Dann machen wir nämlich jetzt halt hoffentlich das letzte Mal Waschanlage. Ich meine, es ist jetzt halt nicht so dramatisch mit der Waschanlage. Das kann man schon machen. Und es vor allem, es gibt ja gutes Geld. Ich glaube, irgendwas um die 150 oder sowas, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau, 150. Also das ist schon nicht wenig, was da reinkommt. So, aber ich würde jetzt natürlich gerne die Gasstation ausbauen. So, 2500 haben wir. Machen wir. Und dann nochmal 1500. Okay, dann los. Was wollen wir machen, ne? Ah, jetzt können wir aber dann auch die zweite Zapfsäule machen. Vulkan ist happy, happy. Gut, gut. Dann, Customer, du hast neue E-Mail, mal 2 steht da. Nicht der Hauch einer Ahnung. Nun, mein Neffe, es ergibt sogar für mich keinen Sinn. Das Paket, das dein neues Spielzeug enthielt, hatte weder einen Absender noch eine Inhaltsangabe, sondern ein großes 51 an der Seite. Ich habe meinen Jungs darauf angesetzt, so mögliche Anweisungen herauszufinden, aber sie meinten nur, versuch du es mal. Der Sauger kann hochkonzentrierte Kraft in einem von zwei Konfigurationen verschießen. Die Saugkraft wird jedes bewegliche Objekt vor sich einfach heranziehen. Diese Kraft kann so konfiguriert werden, um an Oberflächen zu kleben oder mehrfach abzuprallen. Also, wenn das nicht seltsam klingt, dann weiß ich nicht, was sonst. Schätze, geh probieren, überstudieren, pass bloß auf, dass der Tankstelle nichts passiert. Oder dir, wenn du schon dabei bist. Das hat wahrscheinlich was mit diesem Tool zu tun hier. Mit diesem Vakuum-Druckluft haben? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es was mit dem Vakuum zu tun hat. Airbrush, okay, aber den brauchen wir jetzt nicht. Ein Künstler werden. Wenn du nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihnen. Nicht wahr, Neffe? Nein, nein, nicht scherz. Ich scherze nur. Wenn du etwas bist, das ein anständiger Erwachsener, der versucht, diesen kleinen Piep die richtigen Flötentöne beizubringen und im Gegensatz zu diesem Piep hast du professionelles Equipment zur Hand. Also schauen wir mal, was das Baby hier kann. Da geht es jetzt wahrscheinlich um diese Ding hier, um die Airbrush. Okay, brauchen wir aber jetzt noch nicht. Interessiert mich nicht. Das, was mich interessiert, ist der... Moment... Deploy, Houses, kaufen. Das vierte Haus. Dass wir endlich einen weiteren haben, der hier ist. So, dann schauen wir mal higher. Wer hat die höchsten Werte? Können wir gar nicht sagen. Ne? Eigentlich hat Magic. Mir ist eigentlich relativ egal, wie die Punkte hier verteilt sind, weil ich werde die sowieso wieder aufteilen. So, bediene die Kasse. Tag. Dich würde ich dann bitte sagen in der Nacht. Und dann mache ich bei dir das Gleiche. Bediene die Kasse. Ja, bediene die Kasse. Und Tankstelle reinigen. Und die Boote, die mache ich immer noch selber. Das taucht mir schon. Waschanlage, Boat Fueling. Muss ich Autos waschen? Ja, ich muss Autos waschen. Okay, ich komme da nicht drum rum. Aber ist in Ordnung. Es ist ja jetzt halt nicht so schlimm, wie es beim normalen Spiel ist. Also da hat es mich dann echt genervt.
Deswegen habe ich das dann ausgemacht. So, have a nice day. You too. So, hier habe ich natürlich schon mal sauber gemacht. So, dann können wir hier wieder Autowäsche machen. Ich meine, das Geld sollte man nicht außer Acht lassen. Ne? 150 ist jetzt nicht gerade wenig. Und zum Glück muss das Auto nicht wirklich vollständig glänzen. So. Zum Auto knacken komme ich halt überhaupt nicht. Warte mal, Kunde an Werkstatt. Habe ich jetzt das Equipment schon bekommen? Ja. Das ist gut. So, deswegen kann sie nämlich dann auch nichts arbeiten. Gut. Jetzt, gut. Dann kommt da auch wieder Geld rein. Boat Fueling. Mal schauen, wie viele Liter jetzt noch drin sind. Ich meine, diese Aufgaben, die erledigen sich ja im Grunde von alleine, ne? Fast schon. Müssen wir aber gleich mal schauen, was wir noch ausbauen können. Liter. So. Kunde an Waschanlage schon wieder. Mich wundert es nur, dass ich die Waschanlage, dass ich da niemanden hinstellen kann. Weil es wäre nämlich ideal, jemanden, der Werkstatt und Waschanlage macht. Vor allem die Eismaschine haben wir ja noch gar nicht, ne? Immer schön rein hier in das Cabrio. So, zum Autos knacken komme ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Obwohl das echt wichtig ist. Na, das Meistern werde ich nicht mehr schaffen. Da muss ich schon viel Glück haben jetzt. Oh, danke. Ein Piano haben wir da bekommen. Der Kopf geht zu seinem Auto, dann mache ich erst einmal den. So, dann mache ich dich. Ups, das war zu weit. Oh oh. Gut, gerade erwischt. Perfekt. Perfekt. So, dann lass uns gleich nochmal gucken wegen, hinten bei Surfboards, weil da war ich jetzt nämlich auch schon ganze Zeit lang nicht mehr. Die werden dann auch bald was brauchen. So, at all. Achso, da sind noch 4 Stück drin. Minus was? Ich meine, ist ja in Ordnung, ne? Minus 500%, dann verbrauche ich hier nichts. Deswegen sind nämlich auch immer noch 4 Stück drin. Ja, ist in Ordnung. Lass mal laufen. Ich habe mich schon gewundert, warum da nichts, keine Nachricht kommt bezüglich Equipment. Aber das, den Bug werden sie bestimmt auch bald beheben. Also das wird nicht lang dauern. Vielleicht haben sie den auch schon behoben. Und ich habe jetzt halt nur Glück, weil ich ja... Aus meiner Sicht ist ja noch Sonntag. Wo kam jetzt eigentlich der Mitarbeiter gerade her? Was hat er gemacht? Bisschen am Pier gechillt. So, ich hoffe mal, dass der Sprit jetzt auch wieder dann günstiger wird. Weil der war ja wieder bei 2,40 oder 2,50 oder so. Mal schauen. Delivery. 2,25. Weil ich meine, 280 Liter sind noch drin, aber... Okay. Okay, okay. Weil das soll schon so, das passt schon so.
Dankeschön. Meister. Na komm, Millimeter noch. Gut. Einsteiger. Das geht hoffentlich schnell. So, dann haben wir wieder Boat Fueling. Coat Rack. Haben wir das da? Das könnte man eigentlich mal verkaufen, dass noch mehr Geld reinkommt, oder? Weil Piano haben wir ja. Ah, so ein Kleiderständer ist das. Kann ich den da irgendwo hinstellen? Hier im Eingang. Leute, wenn ihr reinkommt, dann könnt ihr eure Jacke da auch erst einmal hinhängen. Das haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja, das haben wir schon. Nein. Rechtsklick. Oh, immer wieder falsch, ne? Das ist eine andere Trommel, aber das ist egal. Dann stellen wir doch mal ein wenig anders hin, oder? Du musst nur gedreht werden. So, wenn dann so. F und aufzuheben. Dann kommst du dahin. Und du kommst. Du musst nur gedreht werden wegen dem Pedal. So. Dann musst da bloß noch ein Stuhl hin, ne? So, du kommst weg. Kann ich jetzt da kassieren oder nicht? Nee. So. Also man kommt echt fast nicht hinterher, ne? Weil es ist Boat Fueling und dann war an der Waschanlage steht schon jemand die ganze Zeit. 250 Liter noch. So, dann gehen wir aber auch noch mal zum Schnorchelshop. Nachdem wir beim Carwash waren. Oder, na ja, gut. Eigentlich dann auch egal, ne? So, das ist noch gut in use. At all. Da habe ich auch schon einen ganz guten Vorrat, muss ich sagen jetzt. $150, das ist schon massiv, ne? So, Kunde Kraftstoff, Kunde Kasse. Wo ist denn jetzt mein Kassierer? Wo ist der? Mein Kassenman. Weil der sollte ja eigentlich kassieren und sauber machen, aber irgendwo ist der. Irgendwie ist der verschollen, ne? Komisch. Kann im Moment nicht verwendet werden, ja, weil ich weiß aber nicht, wo der ist. Okay, Moment. Wir machen Folgendes. Ich speichere einmal. Und dann wird einmal geladen. Weil ich glaube nämlich, dass der irgendwo festhängt. Und bevor ich jetzt halt hier die Reset-Taste drücke, machen wir es lieber erst einmal so. Mal speichern, neu laden. Könnte schon einiges beheben. So, gleich mal einen Schluck Kaffee trinken währenddessen. Okay. Gut, jetzt schauen wir mal, ob er kommt oder nicht, oder wie auch immer. Ach ja, ausbauen wollte ich noch. Ausbauen. Upgrades. Schauen wir mal, wir können Warehouse auf jeden Fall ausbauen, oder? Jawohl, mehr Treibstoff, mehr Inventar für einen Tausender, machen wir.
Wunderbar. Nochmal ein Teil mehr. So mag ich das. Und wir haben den Vulkan wieder etwas besänftigt. Wo ist jetzt mein Kassierer? Da ist er. Da ist er jetzt halt endlich. Da haben wir jetzt halt auch nochmal. Also wir sollten auch mal schauen, dass wir ein paar mehr Regale und so weiter mit reinstellen. Gucken wir mal. Full. 2,25. Wir haben. Ja, okay. Dann muss ich jetzt halt einfach mal 200 Liter bestellen. Machen wir 200? Ja, machen wir 200. Das passt schon. Delivery Parts. Da habe ich ja jetzt halt hier meine Liste. Die habe ich jetzt Wheels genannt. Aber im Grunde ist das dann alles in der Bestellliste. Vorherige Bestellung. Kann ich das wieder zumachen? Ah ja, so kann ich es wieder zumachen. Das sind dann immer 20 Reifen, 10 von den Spritzen, Spiegeln und dem Öl. Und dann ist es zwar relativ viel, aber wir haben auf jeden Fall dann für eine ganze Zeit lang genug Zeug auf Lager. Ich glaube, mehr Reifen sollte ich bestellen, aber ist okay. So, machen wir mal Folgendes. Wir bestellen jetzt mal noch nicht Decorations, sondern genau hier wollte ich mal noch gucken. Wir können jetzt nämlich den nächsten Parkplatz noch freischalten. Für 500. Machen wir. Tada. Dann die zweite Zapfsäule auf jeden Fall. Können wir noch was machen? Nee, das ist ja ausgebaut. Da warten auch schon wieder zwei. Das Partyboot machen wir dann beim nächsten Mal, hätte ich gesagt. Sonst wird es einfach zu heavy. Weil wenn jetzt halt hier noch die Bande eintrudelt hier, die von dem Partyboat, dann wow. Aber interessieren tut es mich natürlich, ne? Aber da warte ich jetzt noch. So, Waschanlage ist auch schon wieder, da muss ich auch dann gleich hin. Die brauchen noch ein bisschen. Ja, obwohl der hat bloß noch 100 Meter, ne? Das sollte ich gleich immer hingehen. Waschanlage, wenn die mir wegfahren, dann ist es mir jetzt halt auch nicht so schlimm. So, kommt zuerst der Tank. Und schließ an, danke. So, dann gehen wir. Waschanlage. Also es wäre, glaube ich, wirklich unmöglich, das alles zu schaffen. Wäre, glaube ich, wirklich unmöglich. Halt, was ist denn hier? Okay, der wäscht nicht so präzise wie jetzt die Düse, aber man erwischt doch einiges mehr. So, ein bisschen Wet T-Shirt. Danke, hat sie gesagt. Ja, dann. Halt, warte mal, da können wir gleich noch unser Zeug einfüllen. So, ist ja noch gar nicht da. Das war jetzt gerade noch das Boot. Ah ja, dann können wir erst einmal schnell tanken und dann machen wir die Parts raus. Dann können wir an der Werkstatt wieder auffüllen. Ich glaube, die 200 Liter, die reichen da nicht für den ganzen Tag. Ich hätte schon 400 bestellen müssen, ne? So, und ich schaue jetzt dann gleich noch mal rüber zu den Surfboards. Also schauen wir jetzt da noch mal hin. Es interessiert mich natürlich. Ah, jetzt hat. Okay, jetzt hat sie es ausgetauscht.
Weil das war ein bisschen seltsam, ne? Mit den minus 500% oder so. So, Waschanlage ist schon wieder jemand. Der Vulkan ist noch okay. Die Dusche, man sieht hier oben links diese Dreckanzeige. Das war ja schon im Hauptspiel auch so. Die Dusche war komplett auf Rot und als ich dann zur Dusche gegangen bin, konnte ich allerdings überhaupt nicht sehen, wo der Dreck sein soll. Also ich habe alles an Müll eingesammelt, was da war. Ich habe eine Fußspur eingesammelt, aber trotzdem hat es immer noch knallrot angezeigt. Es könnte jetzt sein, dass das mit dem Neuladen hier jetzt verschwunden ist. Schönes Auto. Super. Schauen wir mal, ob hier wieder irgendwas drin ist. Da haben wir einen Müllbeutel. Zip. Es war zu weit. Ist okay. Ich habe da kein Gefühl für. Ne, ich habe da echt kein Gefühl für. So. Jetzt können wir aber Werkstatt. Dann können wir mal die Sachen auffüllen. Platziere alles. Oh, schön. Place all. Dann die Spiegel noch. Passt schon einiges rein, ne? Jawohl. Cool. Schauen wir mal, ob wir hier noch knacken können. Meister. Magische Schriftrolle. Das ist mit Sicherheit wieder eine Karte. So, und ich würde halt sogar jetzt halt auch mal langsam die Regale weiter ausbauen, ne? Das sollte man auch mal machen. Boat Fueling. Im Grunde darf ich auch wirklich nichts schließen, dass wir hier Geldfluss haben. Na komm. Aber Liter gehen auch schon wieder runter. Wir sind jetzt bei 240, wenn ich den getankt habe. So, Waschanlage ist schon wieder. Sind noch mal 15 Autowäschen. Also sobald die Quests erledigt sind, wenn irgendwie Waschanlage wegfällt, dann werde ich die wahrscheinlich auch zumachen. Auch wenn das jetzt wirklich nicht ein großer Act ist, hier die Autos sauber zu machen. Ja, wünsche ich dir auch. So, jetzt haben wir zwei Parkplätze und ich würde ja zu gerne wesentlich mehr Autos knacken. Da ist eh nichts. Oh, cool, danke. Gazebo Painting. Machen wir es doch mal den Kopf. Dankeschön. Dann machen wir den kleinen hier. Was höre ich da? Ist da jetzt ein Hai oder irgendwas? Nee, ne? Nee. Es tröppelt jetzt ja gerade so vor sich hin, muss ich sagen. Aber Geld kommt rein. Und das ist die Hauptsache. Wir haben jetzt schon fast wieder 4000. Ah, ich muss auf jeden Fall bestellen nochmal. Viel zu wenig. Obwohl wir sind jetzt bei 190 Liter in etwa. Waschanlage schon wieder. Es geht schnell mit der Waschanlage. Na komm. Aber ich könnte sie zumindest, wenn ich jetzt die 20 Autos fertig habe, könnte ich das zumindest mal abschalten. Und wenn es dann wieder kommt als Aufgabe, dann einfach wieder aktivieren. Und reicht noch nicht? Doch, jetzt reicht's.
So, Kunde Kraftstoff, Kunde Kasse. So, jetzt lasst uns gucken. Zum einen Upgrades nochmal. Wenn wir die Toilette upgraden, kommt dann auch nochmal ein bisschen Geld mehr rein. Dann sind es halt nicht mehr diese $3 oder was das waren, sondern vielleicht 4 oder 5. Deswegen würde ich sagen, machen wir einmal Toilette. Die Plumpsschüssel. Ja, 238 ist jetzt halt hier gerade aufgetaucht. Upgrade 4320, das war wahrscheinlich tanken. Surfing können wir auf upgraden. Ein Equipment Slot, 4 Storage Slots. Cool, machen wir. Dann hauen wir jetzt mal richtig die Upgrades durch hier. Upgrade. Der Workshop. Battery Exchange, jawohl, bestellen wir dann auch gleich. Okay, er ist auf jeden Fall happy. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal Delivery bei den Parts. Das ist nur die Sache, wenn ich hier meine Liste habe. Einmal füllen. Und dann schmeißen wir jetzt halt mal noch 10 Batterien mit dazu. Und dann sollte das doch eigentlich ganz okay sein, ne? Speichern. Und dann müsste das normalerweise beim nächsten Mal. Jawohl, dann sind die Batterien hier mit drin. Das ist cool. Und das gefällt mir auch, ne? Dass man sieht, wie viel im Stock ist. Dann kann ich die Liste im Grunde auch nochmal bearbeiten. Das ist echt toll. Das ist toll gemacht. Halt, Sprit. Sprit, Sprit, Sprit. Wir haben nämlich nur noch 158 Liter. Dann bestelle ich jetzt nochmal 200. Heute? Ja, warte mal, mach mal den gestrigen Tag. Ja, okay, aber das sind jetzt wahrscheinlich die Updates auch mit dabei oder die Upgrades, ne? Carwash, was fehlt uns da? Da fehlt uns jetzt $1.000. Increasing Pump Durability, also wir erhöhen dann im Grunde die Pumpe vom, dass die mehr aushält und ich habe nicht mehr Geld. Ja, ist okay. Aber das werden wir bald haben. Es geht jetzt halt wirklich ratzfatz. So, guten Tag, der Herr. Aber auf jeden Fall gut, dass ich da jetzt nochmal 200 bestellt habe. Würde uns hier niemals reichen. Ich hätte sogar 400 bestellen müssen, so wie es ausschaut. So, Waschanlage ist wieder jemand. Schauen wir noch mal da ganz kurz her. So, dann haben wir das nämlich aufgefüllt. Dann könnte ich demnächst noch mal wieder Tauchequipment bestellen. Ja, gut, dass das eigentlich mit der Waschanlage sich echt in Grenzen hält, ne? Vom Aufwand. So, bist du jetzt irgendwann noch mal zufrieden? Danke. Lagerhaus-Tour, Delivery. Sind jetzt die Parts schon da? Das ist gut. So, und jetzt sind wir vor allem so gut mit dem Geld, dass ich jetzt nicht mehr so übermäßig bevorraten muss. Wir können das jetzt halt schön, wesentlich schöner handeln. Jawohl, der eine geht, der nächste kommt. So gehört sich das. Und ich finde auch gut, dass der Heine zu häufig kommt. Also ich finde es gut balanciert, dass der halt ab und zu mal kommt, aber nicht jetzt die ganze Zeit auf die Nerven geht einem. Boat-Fueling sind auch schon wieder. Ja, das nächste Mal machen wir dann noch das Partyboot. Dann machen wir so richtig Party dann. Allerdings möchte ich auch noch ein bisschen Geld zusammenhorten jetzt, dass wir vielleicht noch Regale kaufen können. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Regale kaufen, dann noch die zusätzlichen. Nein?
da drauf. Oh, fährst du gerade in die Waschanlage? Okay. Boah, ich vergesse schon wieder die Zeit, ne? Kann ich jetzt? Ach so, war ich zu früh dran. Genau, dann werden wir Regale kaufen. Wir werden sowas kaufen wie so Zigarettenregal und Teddybären und so weiter und werden uns dann mal anschauen, wie wir das Lager füllen können. Aber hauptsächlich würde es mir erst einmal darum gehen, dass wir noch so diese Saftregale kaufen und die Alkoholregale und natürlich auch die Knappereien. Weil wir haben ja jetzt halt hier echt mega viel Platz, ne? Kannst du die rausstellen? So, das ist gut. Cool. Brauche ich gar nicht außen rum gehen. Ja, dann kommen hier die ganzen Alkoholregale hin. Ja, das wird schon. Das wird schon. Na gut, ich schaue gerade auf die Uhr und denke mir so, schon wieder so weit drüber, aber okay. Ich kann das Spiel halt wirklich schlecht stoppen, ne? Deswegen nehme ich auch häufig 4-5 Parts auf. Aber ich habe ja gestern in dem Part schon gesagt, dass ich den gestern aufnehme, diesen hier und jetzt dann nochmal einen, dass ich nicht zu weit vorspiele, dass ich dann auch wieder auf Kommentare eingehen kann. So. Das nächste Car Wash ist da. Wir haben jetzt das 10. Auto im Grunde. Dann ist das, dauert das auch nicht mehr lange. Bei den anderen Zielen, das dauert auch nicht mehr lange. Was haben wir hier? Fahrzeug betankt, Kunden bedient, an der Kasse. Zum Glück zählt das ja alles mit, was meine Mitarbeiter machen. Danke. Was fehlt noch? Surfing Equipment. Autos gewaschen, Fahrzeuge repariert. Ja, genau, Fahrzeuge repariert. Apropos, ne? Sollte ich gleich hier wieder füllen. Batterien können wir jetzt halt reintun. Reifen. Spiegel. Bei Spiegel geht halt echt viel, ne? Da steht jetzt halt nochmal einer von diesen Aufstellern. Jep. Aber Reifen brauchen wir immer. Jep. Gut. Jetzt aber. Jetzt mache ich aber Schluss. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.